So, Freunde, da sind wir wieder. Heute geht es mal wieder um Karriere in Bezug speziell auf das IT-Consulting. Muss sich aber nicht unbedingt aufs IT-Consulting beziehen. Ist auch auf jedwedes andere interne Anstellungsverhältnis anwendbar. Und zwar reden wir heute um das Thema Jobwechsel. Anlass für dieses Video ist eine Zuschrift eines Zuschauers auf LinkedIn. Der hat so geschrieben, so nach dem Motto, ja, er ist jetzt seit ein paar Jahren im Consulting tätig als Berater, hat jetzt allerdings festgestellt, dass es mit dem Gehalt jetzt nicht so vorwärts geht, wie erwartet und überlegt zu wechseln. Und also genau, das ist im Endeffekt das TLDR und was ich dazu so sagen würde, ob ich da Tipps dazu habe und so weiter und so fort. Also, es ehrt mich zunächst mal, dass Leute mich deswegen fragen. Deswegen muss ich jetzt gleich einen Disclaimer an die Hand geben. Und zwar: Erstens, ich habe keinerlei Qualifikation im Bereich der Karriereberatung. Ich bin also kein ausgebildeter Karriereberater. Zweitens, ich kenne die individuelle Situation der Person nicht. Das heißt, ich schildere Sachen nur aus meinen eigenen Erfahrungen. Und das bedeutet, dass diese Erfahrungen aber nicht die richtige Entscheidung für die jeweilige Person widerspiegeln können. Na, ganz wichtig. Jetzt legen wir aber los. Also, 2 Jahre im Job, man wünscht sich ein höheres Gehalt, es klappt nicht. Soll ich wechseln? Ja, die kurze Antwort ist ja. So, Video zu Ende. Macht's gut, gell? Also, nee. Lass mich ein bisschen ausholen. Also zunächst mal, bevor du ans Wechseln denkst, solltest du vielleicht versuchen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die du hast, um vielleicht doch noch an eine Gehaltserhöhung zu kommen. Das bedeutet, es macht durchaus Sinn, das offen und ehrlich zu sagen. Das ist auch eine Lektion, die ich erst lernen musste. Man sollte offen und ehrlich ansprechen, wenn man nicht zufrieden ist, denn wenn man nichts sagt, dann wird auch niemand darauf reagieren. Ja? Das heißt, wenn du nichts sagst, gehen die Leute erstmal davon aus, dass du glücklich bist. Und deswegen immer wirklich, und das kann auch gern sein, sagen wir mal, du hattest jetzt ein Jahresmitarbeitergespräch oder so und da hast du noch nichts gesagt und jetzt auf einmal 2 Monate später würdest du daherkommen. Nee, nee, das ist schon okay. Also, dann hast du eben jetzt erst festgestellt, dass du mehr haben willst. Ja? Und natürlich sollte man da auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man nach mehr Gehalt fragt. Denn am Ende des Tages arbeiten wir ja zum Broterwerb. Ja? Und natürlich soll die Arbeit auch Spaß machen und es soll auch etwas sein, was einen erfüllt. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber am Ende des Tages geht man ja einen Handel ein, ne? Du verkaufst deine Zeit bzw. deine Arbeitskraft und dafür bekommst du einen entsprechenden Lohn. Und deswegen ist das durchaus gerechtfertigt, da auch entsprechend zu verhandeln. Gerade in den aktuellen Zeiten, wo unser Fiat-Geld ja immer weniger wert ist, gerade da macht es ja nochmals Sinn nachzuverhandeln, weil ja jetzt gerade die Inflation auf Rekordniveau ist. Ja? Das heißt, der Anlass kann besser eigentlich gar nicht sein. Das heißt, hier nochmal der Incentive, nochmal in sich zu gehen, vielleicht nochmal beim Chef kurz anzuklopfen, hey, ich hätte gern nochmal einen Termin, wo wir miteinander ein bisschen schnacken und dann das Thema nochmal bügelfrisch aufs Parkett bringen. Und dann lässt vielleicht derjenige nochmal mit sich reden. Das ist vielleicht so ein bisschen das Erste, was man versuchen sollte. Dann ist natürlich das Nächste. Okay, sag mal jetzt mal, du hast es offen zum Ausdruck gebracht, dass du mit dem aktuellen Gehalt nicht zufrieden bist. So, jetzt stehst du vor zwei Möglichkeiten, vor drei Möglichkeiten. Erstens, du akzeptierst es und schluckst es, ist okay. Das Zweite, also das ist ja jetzt nicht die Option, die man wählen möchte. Die zweite Option ist versuchen, besser zu werden in der Option, in der Position, in der man sich gerade befindet, um dann beim nächsten Mal die Zusage zu bekommen. Ja, das ist ja auch vielleicht eine Option. Und die dritte Option ist wechseln und gucken, dass man ein besseres Angebot bekommt. Ne? Zuerst mal zu Option 2.
Man sollte vielleicht ein bisschen in sich gehen. Gibt es einen validen Grund, warum mir nicht mehr Gehalt gewährt wurde? War vielleicht der Erfolg nicht wie erwartet? Ne? Habe ich vielleicht die Erwartungen meiner Vorgesetzten nicht getroffen? Ja, habe ich quasi unter den Erwartungen meiner Vorgesetzten performt? Ist vielleicht an dieser typischen, ich sage jetzt mal, Ausrede, hier dem Unternehmen geht es gerade schlecht, vielleicht sogar was dran? Also vielleicht macht es vielleicht mal Sinn, dem Unternehmen einzugestehen, dass man aktuell den Gürtel ein bisschen enger schnallt und dann erstmal guckt, dass das Unternehmen wieder auf stabile Bahnen gerät. Ne? Und was kann ich tun, um beim nächsten Mal den Zuschlag zu bekommen? Das können verschiedene Dinge sein. Ja? Du kannst versuchen, dich mehr einzubringen, nicht nur indem du die Arbeit machst, die von dir erwartet wird, sondern indem du über den Erwartungen performst. Ja? Quasi, ich bin immer so der Fan von Under Promise and Over Deliver. Das heißt, ich verspreche weniger, als ich leisten kann und versuche mehr zu leisten, als standardmäßig, als ich versprochen habe. Ja? Wenn du mit diesem Ansatz auch an deine Arbeit rangehst, dann ist das häufig der richtige Ansatz. Du kannst auch versuchen, dich strategisch im Unternehmen einzubringen. Das heißt, nicht einfach nur im Consulting deine Stunden abrackern, sondern vielleicht auch an Sales-Tätigkeiten teilnehmen oder vielleicht mal neue Themen aufbringen oder vielleicht mal eine Weiterbildung für die neuen Kollegen machen, damit die eben dann das Wissen auch bei den Kunden einsetzen können. Also einfach mal ein bisschen taktisch, strategisch denken, sich ein bisschen einbringen ins Unternehmen, vielleicht klappt es ja dann. Du kannst dich natürlich auch weiterbilden, das heißt, du kannst Zertifizierungen anstreben, Weiterbildungen speziell im IT-Bereich, mit denen du dann auf dem Projektmarkt im IT-Consulting besser gefragt bist und dadurch bist du dann auch gefragter in deinem Unternehmen, hast ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber deinen Kollegen, einen Unique Selling Point, vielleicht wird es dann was. Oder du kannst einwilligen, mehr, sage ich jetzt mal, anstrengendere bzw. lukrativere Projekte anzunehmen, beispielsweise im Ausland. Ja, wenn du sagst, hier, ich habe eigentlich Bock drauf, auch mal im Ausland zu arbeiten, dann ist das vielleicht ein Grund, wo das Unternehmen dann sagt, hey, komm, der hat richtig Bock, der setzt sich für uns ein, der geht auch mal ins Ausland und arbeitet da. Dann kann man da auch mal sagen, hier, der hat sich ein höheres Gehalt im Vergleich zu seinen Kollegen verdient. Ne? Gut, jetzt sagen wir mal, das hat alles nichts geholfen. Dann hilft es nichts. Ja, du kannst dich umschauen. Und das ist ja auch ein ganz valides Argument. Ja, das gleiche Stück Gut ist abhängig von der aktuellen Marktlage und vom Markt, an dem es angeboten wird, unterschiedlich viel wert. So auf Social Media, da kursiert immer so ein Gleichnis rum. Da bekommt ein Mädel, glaube ich, von ihrem Großvater irgendwie so einen Oldtimer geschenkt und dann versucht sie den Oldtimer erst wie soll ich sagen, dann versucht sie erst den Oldtimer auf dem Schrottplatz zu verkaufen, der will keine 100 Dollar dafür bezahlen, dann versucht sie es bei einem Gebrauchtwagenhandel, der zahlt schon Taui dafür und dann geht sie zum Oldtimer-Verein und die zahlen mehrere hunderttausend Dollar dafür. Ne? Das heißt, es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass es auf dem Arbeitsmarkt Stellen gibt, bei denen deine Arbeitskraft mehr gewertschätzt wird, ist umso wahrscheinlicher, je unerfahrener du noch bist. Ja? Das heißt, wenn du noch relativ unerfahren bist, dich noch nicht viel ausprobiert hat, dann hast du vielleicht noch nicht den Peak gefunden, wo du mit deinen Skills aktuell hin kannst. Ja? Das heißt, es macht durchaus Sinn. Schau dich mal um. Ne? Man geht so auf die Business-Seiten, so Xing, Xing, wie auch immer man das nennen will, LinkedIn, StepStone, Monster. Guck mal ein bisschen, was gibt es denn so für Ausschreibungen? Was bieten die Leute so an im SAP Consulting? Dann auch im Hinblick auf, also so ein Markt für den, so ein Arbeitsmarkt, ne? Der bestimmt sich ja aus verschiedenen Faktoren. Also schon Stellen vergleichen, die ausgeschrieben sind für die gleiche Stadt. Also dein Arbeitsort ist ja an
irgendeinen Lebensmittelpunkt gebunden. Das heißt, da steht dann entweder im Arbeitsvertrag beziehungsweise in der Ausschreibung steht dann drin hier, entweder ist der Arbeitsort, der im Arbeitsvertrag ist, der Wohnort des Mitarbeiters oder es ist eben Office-Standort des Unternehmens XY, ne? Und es macht natürlich schon einen Unterschied, ob du dieselbe Position in München antrittst, ja, wo die Mieten sehr hoch sind, oder ob du dieselbe Stelle, keine Ahnung, im Bayerischen Wald antrittst, ja, wo die Mieten entsprechend günstig sind. Denn damit mich jemand nach München kriegt, um dort zu hustlen, muss er mir mehr bezahlen wie im Wald. Ja, ist klar. Und also das muss schon mal gleich sein. Dann das gleiche Profil ungefähr, also die gleiche Erfahrung, du hast glaube ich 2 Jahre geschrieben, bist du jetzt im Geschäft. Also, was zahlen denn andere so für 2 Jahre Erfahrung in demselben Modul oder in demselben Fachgebiet, das ich behandle? Ja, in derselben Industriebranche. Also, es ist was anderes, wenn du im IT-Consulting tätig bist, wenn du FICO berätst für, sage ich jetzt mal, Industrieunternehmen, wie wenn du das FICO-Modul für, sage ich jetzt mal, Retailer berätst. Ja? Für die eine Branche ist das Modul essentieller wie für das andere. Das bessere Beispiel wäre wahrscheinlich die Bankenindustrie, die Finanzindustrie gewesen. Ne? Die Finanzindustrie nutzt natürlich das FICO-Modul wesentlich mehr als beispielsweise so ein Maschinenbauunternehmen. Ne? Sollte klar sein. Und da halt dann mal so ein bisschen vergleichen. Und da jetzt mal suchen, habe ich vielleicht noch Merkmale, die sich von meinen Wettbewerbern auf dem Arbeitsmarkt unterscheiden. Und das ist so die eine Sache, sich quasi mal mit anderen zu vergleichen. Und dann kommt natürlich dazu, dass aktuell der Arbeitsmarkt natürlich sehr arbeitnehmerfreundlich ist. Das heißt, wie läuft es aktuell? Aktuell haben wir im IT-Consulting einen massiven Fachkräftemangel. Das heißt, es gibt sehr viele Projekte. Das hat zum einen damit zu tun, dass aufgrund von Covid-19 viele Unternehmen einen Investitionsstopp hatten. Das heißt, die haben im Jahr 2020, teilweise im Jahr 2021 wenig Geld ausgegeben, weil die Wirtschaft eben unsicher war, beziehungsweise es vielleicht dem Unternehmen auch schlecht gegangen ist. Dementsprechend gab es einen Stau an Projekten oder an Business-Ideen, die umgesetzt werden sollten, es in dem Zeitraum aber nicht wurden. Und jetzt werden diese ganzen Projekte angestartet und jetzt gibt es eben viel mehr Projekte, als es gerade Beratungsangebot quasi gibt. Das ist definitiv was, was man feststellen kann. Das heißt, die Beratungshäuser haben jetzt eine erhöhte Nachfrage nach neuem Personal und da ist es natürlich schwer, das eben zu bekommen, weil so schnell wachsen die nicht nach, ne? Also die wachsen ja nicht auf dem Baum. Das heißt, aktuell gibt es in dem Bereich einen sehr arbeitnehmerfreundlichen Markt, zumindest meiner Einschätzung nach. Das heißt, deine Verhandlungschancen haben sich aufgrund der aktuellen Marktlage alleine schon verbessert. Ja? Das heißt, das sollte man durchaus nutzen, da mal ein bisschen auf den Tisch zu klopfen, die Tasse mit merkbarem Geräusch auf den Tisch abzusetzen und mal zu sagen, Chef, wir müssen reden. Na, das ist auf jeden Fall möglich. Dann ist es natürlich so, dass du vielleicht noch gar nicht das Thema gefunden hast, wo du am besten performst. Das heißt, es macht vielleicht auch Sinn zu vergleichen, gibt es vielleicht Themen, die ich mir auch zutrauen würde, die besser bezahlt werden? Ja? Werden andere Module besser bezahlt als das Modul, was ich gerade berate? Oder andere Themenblöcke? Was natürlich auch ein entscheidender Faktor ist, welche Größe hatten denn bisher die Unternehmen, in denen du angestellt warst? Es sind beide Überlegungen valide. Vielleicht kannst du in einem kleineren Unternehmen mehr Verantwortung übernehmen. Das heißt, wenn du jetzt in einem großen Unternehmen aktuell einfach nur normaler Consultant bist, kannst du in einem kleinen Unternehmen vielleicht als Manager einsteigen und dadurch dann mehr verdienen. Oder du kannst jetzt zu einem größeren Unternehmen wechseln, was vielleicht bessere Marktchancen hat, besser wächst als dein bisheriges Unternehmen und dadurch eben
ja, bessere Aussichten auf die Karriereentwicklungen hast. Also beide Strategien ist es wert, beides zu durchleuchten. Ne? Das dazu, also vielleicht mal gucken, sich bei einer anderen Riege von Unternehmen zu bewerben. Das andere ist natürlich, du kannst versuchen, auf einer anderen, ich sage jetzt mal, planerischen Ebene zu beraten. Hast du zum Beispiel bisher aktuell viel entwickelt, also hast viel Code geschrieben und so, hast aber grundsätzlich viel Erfahrung gesammelt, zum Beispiel im Projektgeschäft, also wie leite ich ein SAP-Projekt oder so oder ein IT-Projekt. Vielleicht kannst du jetzt vom Entwickler, also auf der operativen Ebene, vielleicht kannst du zum Projektleiter aufsteigen, also quasi auf der taktischen Ebene. Ne? Kannst mal ein Entwicklungsprojekt leiten oder so. Vielleicht ist das eine Überlegung wert. Vielleicht kannst du dadurch dein Gehalt steigern. Und natürlich, was natürlich auch offen bleibt, natürlich hast du die Möglichkeit, dich im Beratungsumfeld auch, ich sage jetzt mal, selbstständig zu machen. Also du kannst natürlich Freelancer werden und so weiter. Da stellt man dann sein Profil auf so Webseiten ein, wie beispielsweise Freelancer Map oder so, ne? Soll jetzt keine Werbung sein oder so. Da wirst du dann angeschrieben von so Projektvermittlungsunternehmen, die stellen dein Profil dann beim Endkunden vor und wenn du dann genommen wirst, dann kriegt halt diese Vermittlung eine kleine Provision und du kriegst deinen festen Stundensatz. Und das ist teilweise, also da ist es halt so, beim Freelancing, ich sage jetzt mal beim Freelancing, da fangen wir an bei, ich sage jetzt mal, das sind jetzt so Werte aus 2017. So, ne? So, da fängst du an mit so 75 Euro pro Stunde, kannst du, und es hört auf, also so das Maximum auch für Projektleiter und so, das ist so bei 120, 135 Euro die Stunde erreicht. Ja? Das ist wirklich das absolute Maximum. Das sind eigentlich schon Premium, Stundensätze, die eigentlich meistens größere Beratungshäuser verlangen. Also realistisch als Freelancer sind eher so um die 90 Euro pro Stunde. Ne? Das Ganze ist brutto. Ja? Das heißt, da kannst du dir dann ausrechnen, wenn du quasi 80% Auslastung im Jahr hast, also kannst du dir ausrechnen, Jahr hat 220, lass mich lügen, Arbeitstage im Monat. Wenn du 80% von diesen 220 Arbeitstagen im Jahr ausgelastet bist und da jeweils 8 Stunden am Tag fakturierst beim Kunden, was würde dann da rauskommen am Ende des Jahres? Ne? Das kann man sich natürlich überlegen, aber natürlich habe ich beim Quereinsteiger-Video sehr viel drüber gesprochen. Sind natürlich Risiken damit verbunden, du bist ja im Endeffekt selbstständig, also vielleicht ist das nichts für dich. Okay, ich wollte es nur kurz mal angesprochen haben. So, natürlich ist es so, dass im Angestelltenverhältnis kann man natürlich auch schon mehr verdienen, also im SAP-Beratungsbereich kannst du mehr verdienen als ein Freelancer, der 90 Euro pro Stunde fakturiert. Also es gibt Stellen da draußen, die zahlen da besser. Ja, da kommt dann netto mehr raus und bist trotzdem weiterhin Angestellter. Allerdings muss man sagen, im deutschsprachigen Raum, wenn du in den Gehaltsbereichen arbeiten willst und jetzt wirklich bei einem deutschen DAX-Konzern arbeitest, da ist dann schon, also das ist so ein spezielles Umfeld, ne? Da wird sehr viel Wert auf den Habitus gelegt, ne? Also quasi, ja, was hat er so für Titel? Ist das ein Akademiker? Hat er einen Doktortitel? Hat er schon irgendwelche Fachartikel veröffentlicht? Wie ist so sein Profil? Wenn ich den jetzt mit dem Vorstand in ein Meeting schicke, macht er einen guten Eindruck? Wie zieht er sich an? Hat er einen Sakko an und so? Ne? Also, wenn du in Deutschland im sechsstelligen Bereich, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Karriere machen willst, da wird schon sehr viel Wert auf so den Habitus gelegt. Ne? Ist der vorstandsfähig? Ne? Kann ich den mal mit so einem DAX-Vorstand in die Kantine zum Essen schicken, ohne dass er sich da mit der Soße bekleckert im Hemd quasi, ne? So nach dem Motto, so kann der mit Messer und Gabel umgehen. Das hast du jetzt vielleicht bei so einem, wenn du Karriere in einem Tech-Unternehmen machst oder so, jetzt nicht unbedingt, ne? Das muss einem halt klar sein, ne? Wenn man in dem Bereich Karriere machen will, dann in Deutschland, dann ist es halt so, ne, ist halt ein bisschen steifer, ne? Aber soll nicht heißen, dass es unbedingt schlechter ist, ne? Wollte es nur erwähnt haben. Ja, gut.
Dann haben wir jetzt darüber ein bisschen gesprochen. Wo schaut man sich da um? Also man schaut sich die Stellenausschreibungen an, man redet vielleicht mit IT-Recruitern. Ich habe in meinem Video zum SAP-Vorstellungsgespräch darüber gesprochen, wie man mit IT-Recruitern zusammenarbeitet. Das heißt, du sagst dem IT-Recruiter ganz klar, was du willst. Ich nehme nur Positionen an, die im Umkreis von der und der Stadt sind, so und so viele Kilometer, mit mindestens diesem Bruttojahresgehalt, mit diesen und jenen Zusatzkonditionen. Was weiß ich, ich will einen Firmenwagen, ich will 30 Tage Urlaub im Jahr. Ja, das sagst du dem so, was du willst. Ne? Ich will, dass, wenn ich nicht im Projekt bin, ich im Homeoffice arbeiten kann. Das sagst du dem klipp und klar, ne? Was du willst. Und dann findet er entweder was für dich oder nicht. Ja? Da wieder aufpassen, ne? Ich habe im Video erwähnt, die Red Flags, auf die man achten soll, damit man mit einem ordentlichen Recruiter zusammenarbeitet. Muss man sich dafür jetzt schämen? Nein, haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Es ist normal, du musst erstmal den Markt finden, wo deine Arbeitskraft am meisten geschätzt wird. Und das heißt ja nicht, dass man im Bösen mit seinem jetzigen Arbeitgeber auseinandergehen muss. Im Gegenteil. Also im Consulting habe ich so viele coole Bekanntschaften und Freundschaften geschlossen, die über die Unternehmensgrenze hinaus angehalten haben. Und in der Regel bin ich auch mit meinen Arbeitgebern im Guten auseinandergegangen. Das so in so einem Flair, dass der Arbeitgeber noch gesagt hat, hier Andreas, wenn du gehst, du kriegst noch deinen vollen Bonus. Ne? So, also so nach dem Motto, ja. Passt schon, ich freue mich für dich und vielleicht sieht man sich mal wieder, wer weiß, ne? Also, und so soll es ja auch sein. Also, das ist auch so ein bisschen so kaufmännische Handschlagsfähigkeit, sage ich jetzt mal. Das heißt, auch wenn du jetzt schon was Neues hast und dich umschaust und wechselst, dann versuchst du trotzdem in deinem jetzigen Job noch ordentlich abzuliefern. Das heißt, du hinterlässt da keine verbrannte Erde, allein schon deswegen, weil man sich im Leben zweimal sieht. Ja? Und dass man eben kaufmännische Handschlagsfähigkeit hat, das heißt, auf dein Wort ist Verlass. Ja? Wenn du einen Arbeitsvertrag mit einem Unternehmen hast und die für dich einen Auftrag haben, ein Projekt, dann bringst du das Projekt auch ordentlich zu Ende. Das ist zumindest so ne, die allgemeine Einstellung, die man da so haben sollte. Da keine verbrannte Erde hinterlassen, im Guten auseinandergehen. Man sieht sich immer zweimal. Ja, wer weiß, vielleicht ist man ein Projekt, wo das andere Beratungshaus, also dein ehemaliger Arbeitgeber, auch wieder dabei ist. Dann siehst du die Leute wieder. Ne? Ist dann doof, wenn man da in den Boden reingucken muss und sich nicht mehr in die Augen schauen kann. Ne? Deswegen da immer mit dem entsprechenden Mindset reingehen. Und ja, und dann auch immer, ne, ja, freundlich sein und bei der Kündigung dann halt sagen, ja, mein Gott, kein böses Blut, ne? Ich bin euch nicht böse, ich habe mir mehr Gehalt gewünscht und deswegen wechsle ich jetzt. Punkt aus, Amen. Ne? Also da jetzt kein Drama draus machen oder so, das passt dann schon. Ja, und was ich natürlich auch noch erwähnen wollte, vielleicht ist ja nicht mal das Consulting, das Berufsbild des Consultants, vielleicht ist ja das noch nicht mal das Ding, wo du am meisten performst. Ja? Das heißt, vielleicht kannst du noch was anderes als Consulting viel besser. Aber vielleicht lohnt es sich erstmal, dass du langfristig denkst. Ne? Vielleicht willst du ja jetzt zu schnell zu viel. Du bist gerade mal, in Anführungszeichen, gerade mal 2 Jahre im Job. Wenn dir der Job so an sich Spaß macht, ja, dann überleg doch mal langfristig. Überleg mal, wo du bist in 5 Jahren. Überleg mal, wo du bist in 7 Jahren. Ja, da hast du ganz andere Möglichkeiten, wenn du mal 5 Jahre im Geschäft bist. Ja, das heißt, vielleicht jetzt die Erwartungen ein bisschen zurückschrauben und langfristig denken, wo bin ich, wenn ich den Job noch mal 3 Jahre zusätzlich mache, wenn ich dann 5 Jahre Erfahrung habe. Dann vielleicht verdiene ich dann viel mehr, als ich mir jetzt vorstellen kann. Ne? Vielleicht ist das auch ein Gedankengang, den man da an den Tag legen kann, ne? Dass einfach mal
einfach mal in sich gehen und gucken. Und wer weiß, vielleicht durch die Erfahrung, die du dann im Consulting gewinnst, vielleicht kannst du durch diese Erfahrung, die du da gewonnen hast, vielleicht kannst du das dann woanders anwenden, wo du dann entsprechend noch besser performst. Ja, schlechtes Gewissen musst du auch nicht haben, weil du bist niemandem was schuldig. Ne? Das heißt, du hast ja jede Stunde, die du arbeitest, hast du entsprechende Arbeitskraft aufgewendet und du bekommst entsprechenden Lohn dafür am Ende des Monats wieder. Ja? Das heißt, am Ende des Monats in der Regel sind ja Unternehmen und Mitarbeiter im Endeffekt quitt. Ja? Das heißt, du musst dir da überhaupt keine Gedanken machen, dass du da jetzt dem Unternehmen irgendwie was schuldig bist oder so. Gut, vielleicht kann man auch irgendwie drüber reden, wenn das Unternehmen jetzt viel in dich investiert hat, hat dir vielleicht eine Ausbildung bezahlt oder so, dass man da jetzt vielleicht nicht im Bösen auseinandergeht, dass man da nochmal drüber redet, ja. Aber so an sich ist Wechseln durchaus normal im Beratungsgeschäft. Gerade dort, weil da ja, sage ich jetzt mal, da ist es jetzt nicht so wie beim klassischen Angestellten, der ja eigentlich mehr daran interessiert ist, dass er am selben Wohnort weiter wohnen kann. Du als Consultant, du bist es ja gewohnt, dass du ständig unterwegs bist und es quasi kaum Unterschied macht, für welches Unternehmen du arbeitest. Ja? Du bist ja eh ständig unterwegs. Von daher ist das durchaus normal in der Branche. Und das Einzige, worauf du vielleicht ein bisschen aufpassen solltest, ist der Lebenslauf. Ja, also wenn man einen sehr belebten und dynamischen Lebenslauf hat, das heißt, wenn da halt drin steht, hier der Typ ist, hat alle 2 Jahre gewechselt, na, dann kommt da natürlich ab dem zweiten oder dritten Mal kommen da Fragen auf beim Personaler. Na? Wenn der da sieht, okay, der hat innerhalb von 6 Jahren dreimal gewechselt. Dann denkt er sich, okay, ich erkenne ein Muster. Ja, das heißt, der wird wahrscheinlich bei uns auch maximal 2 Jahre bleiben. Das heißt aber auch, du kannst es auch, sage ich jetzt mal, ownen. Also, ne, wenn du gut bist in deinem Thema, dann kannst du dir das auch leisten, so einen Lebenslauf zu haben. Das heißt, wenn deine Arbeitskraft so nachgefragt ist, dass quasi, ja, du einfach ersichtlich ist, okay, der hat die Möglichkeiten, der kann sich's aussuchen, wo er arbeitet, dann kannst du das auch ownen und sagen, ja, ist so, habe ich gemacht, ne? Wenn das ein Problem ist, dann ja, können wir es personell, also ob du das jetzt so formulieren solltest im Vorstellungsgespräch, ist eine andere Sache, aber kannst da schon sehr selbstsicher drauf antworten, ne? Aber ja, du kannst, ob du jetzt dann dem Personaler ins Gesicht sagst, hier, wenn das ein Problem ist, sollten wir vielleicht gleich aufhören mit dem Vorstellungsgespräch, weiß ich nicht, ne? Aber ja, wenn du in deinem Themengebiet gut bist und so, dann musst du dir da jetzt keine schlechten Gedanken machen, dann kann man auch durchaus öfter wechseln. Ja. Es kann sich aber auch lohnen, lange bei einem Unternehmen zu bleiben. Ja, wenn das Unternehmen gerade gut wächst und so und das Unternehmen erfolgreich wird, dann werden die sich auch daran erinnern, wer jahrelang treu geblieben ist. Ja, und das heißt, es kann auch durchaus sein, dass du wechselst und du bereust es dann, weil ja, vielleicht geht es dem Unternehmen, von dem du gegangen bist, dann sehr gut. Gut, was natürlich immer eine Option ist, man kann natürlich zurückkommen. Ja, klar. Viele Unternehmen, also wenn du da nicht verbrannte Erde hinterlassen hast, sondern mit einem guten Eindruck gegangen bist, hier kaufmännische Handschlagsfähigkeit, ne, haben wir ja gerade drüber gesprochen, dann werden die dich auch mit Handkuss wieder zurücknehmen. Ja. Aber ja, natürlich gibt es da immer so ja, ein paar Hürden, ne, vielleicht musst du dich erstmal wieder beweisen und Kündigungsfristen und so weiter. Also man sollte sich das schon gut überlegen vorher. Ja. Und deswegen, es kann sich auch rentieren, bei einem Unternehmen zu bleiben. Aber wenn du das Gefühl hast, dass deine Arbeitskraft mehr wert ist, als sie aktuell gewertschätzt wird, dann wechseln. Ja, kann ich definitiv unterschreiben. Mach das. Und vielleicht bist du auch einfach über die aktuelle Position hinausgewachsen. Ne? Wenn du das Gefühl hast, du hast die Erwartungen deines Arbeitgebers übertroffen.
und könntest noch eins drauflegen, also du könntest noch mal besser abliefern, dann ist definitiv die Zeit gekommen, sich nach etwas umzusehen, wo du noch mehr gefordert und gefördert wirst und wo du dann entsprechend auch mehr verdienst. Jetzt haben wir 30 Minuten rum. Das soll es für dieses Mal gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, dir hat das Video geholfen. Lieber Zuschauer, der mir die Nachricht geschrieben hat, und ich hoffe, es hat auch den anderen geholfen. Passt auf euch auf und dann sehen wir uns beim nächsten wieder.